Das ist die neueste FCB-Verstärkung aus Ägypten. Omar Gaber, 24 Jahre alt, spielt auf dem rechten Flügel. Der junge Mann kommt vom ägyptischen Meister Zamalek und freut sich auf seine neue Aufgabe in Basel. First of all, I'm very happy because I signed with FC Basel. And I wish I will my teammates and I will they will help me and they will I will help them to achieve the fans goals and dreams and to make them happy and proud. Omar Gaber ist nicht der erste Ägypter im Jokeli. Vor ihm haben Größen wie Mohamed Salah und Mohamed El Neni hier ihre erfolgreiche Europakarriere lanciert. Auch die neue Nummer 4 des FCB hat klare Ziele im Kopf. Mohamed Salah und Neni und Hammoudi told me about the club and about the fans and they told me very good things and very good issues. So I my dream is to play in Basel, to be in the starter team. To achieve the league and achieve the cup and to make a good rank and good position in the Champions League. Vor seiner Unterschrift unterzog sich Omar Gaber den obligaten medizinischen Tests. Analysiert wurden unter anderem seine Sprungkraft sowie die Ausdauer. It was good, maybe a little bit hard, because I didn't train since 2 days ago. So maybe it's the first day to train today, but it was good. I was happy and inshallah everything will be okay. Der FC Basel ist Omar Gabers erste Station in Europa. Es ist sogar erst sein zweiter Verein überhaupt. Seit er 5 Jahre alt ist, spielt er bei Zamalek sein ganzes Leben also. Wie dieses Facebook-Video zeigt, haben ihn seine Fans vor der Reise nach Basel gebührend verabschiedet. I was very happy because my fans came to my house and say goodbye for me. So maybe I'm a little bit sad because I left Zamalek, but also I'm so happy because I joined the Basel. I was playing in a big club in the Middle East and in Africa, and now I'm playing in a big club in Europe. Bevor sein neuer Lebensabschnitt in Basel beginnt, reist Omar Gaber heute nochmals nach Ägypten. Dort will er mit Zamalek noch den Meistertitel verteidigen, bevor es ab Sommer mit dem FCB auf Titeljagd geht.